Hallihallo zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth. Wir wollen weiterspielen. Und ich würde mal sagen, da wir die ja freigeschaltet haben und noch gar nichts mit eingestellt haben, spielen wir mal mit Lilith. Und es gibt noch, das wollte ich noch mal kurz sagen, es gibt noch zwei weitere Charaktere, die ich freispielen könnte, was ich allerdings nicht tun werde, weil ich dazu keine Lust habe. Das eine wäre The Lost. Das ist der, der stirbt sofort, wenn er getroffen wird. Der hat gar kein Leben. Der stirbt bei dem ersten Treffer. Deshalb ist das ein bisschen doof. Und der andere wäre The Keeper. Und da muss man 1000 Münzen in den Greed-Automaten stecken. Und dazu habe ich auch keine Lust. So, wir spielen mit Lilith. Und die kann nicht feuern. Dafür hat die ihr kleinen Dämon da. Und der feuert für sie. Außerdem hat sie oben die Box. Mit der kann sie all ihre Begleiter, die sie dabei hat, verdoppeln. Ja. Oh. Wie mache ich denn das jetzt ohne zu sterben? Ist auch ein bisschen tricky, hier zu zielen. Ah. Das ist ein guter Zufall. Okay, das bringt mir jetzt nicht viel. Okay, ich muss mich auf jeden Fall dran gewöhnen, jetzt mit dem Teil zu zielen. Also, die Steuerung wird auf jeden Fall schwerer, weil sie einfach weniger reaktiv ist. Da müssen wir mal gucken, ob das noch funktioniert. So, gucken, wie ich mich mit der Anstellung... Guck mal, es läuft gerade relativ stabil. Habe ich das Gefühl. Aufnahme ruckelt zwar ein bisschen, aber das ist ja normal bei Binding of Isaac. Besonders, dass die Aufnahme ruckelt dann. Ah, das ist echt komisch. Autsch. Da war ich gerade irgendwie zu langsam, um was zu tun. Ja, guck, jetzt gehen die Frames sich verabschieden. Aber egal. Kann ich auch nicht ändern. Ich könnte vielleicht den Dingenswert noch ein bisschen runterstellen, dass das ein bisschen stärker komprimiert wird. Aber dann sieht das wieder scheiße aus. Das ist doch auch nicht das, was ich will. Ja. Ja, tu was. Kleiner Dämon. Tu was. Also ich denke mal, um mit ihr wirklich stark zu werden... ich hoffe, der schießt dann auch in der Stärke der Tränen, die ich hab. Hoffe ich doch mal. Der Dämon da. Um mit ihr stärker zu werden, muss man, glaube ich, viel Teufels- und Engelsdiele machen. Und die nehme ich gerne mit. Die mag ich. Die ist schön stark. So, Geld habe ich eh keinen. Das lohnt sich nicht. Und selbst wenn... selbst wenn es eine Bücherei ist, ich würde gerne... mein Dingens behalten. Das wäre ganz cool. So, noch ein Schlüssel. Ja, und dann würde ich sagen, ab in den Bosskampf. Gegen Widow. Ich liebe dich, Widow. Weißt du das? Aber ich liebe vor allem diese Fliege, die ist so geil. Ernsthaft, guck mal, wie viel Schaden ich dem jetzt schon gemacht habe. Hops nur in mich rein. Habe ich kein Problem mit, ehrlich. Wirklich. Kein Problem. Mach ruhig. Im Ernst, da spiele ich ja lieber mit der Fliege als mit dem Wusel da. Ernsthaft. Okay. Ja, das bringt wahrscheinlich gar nichts. Weil das ja nur... Oh, das ist aber ein bisschen doof. Muss ich sagen. Das finde ich aber ein bisschen blöde. Das gefällt mir nicht. Weil eigentlich macht das Damage ab ja nur... Irgendwie jeden zweiten Schuss aus dem Auge. Na? Oh Gott, das war dumm. Entschuldige mal, lieber Klickluck, aber das war dumm. Können wir ja gleich direkt neu anfangen. So dumm, wie ich mich gerade anstelle. Aber das Spiel hat mir auch keine Items gegeben. Muss ich mal sagen. Also bisher noch. Ich, also keine. Ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will. Und ich rede schon wieder nur Scheiß. Guck mal. Sterbt. Sterbt. Jetzt muss ich nach oben laufen. Sterbt. Sterbt. Aha. Guck mal. Schummeln für Anfänger. Was bist denn du? Scatterbombs. You put bombs in your bombs. Okay. Was kann das? Pass auf, dann würde ich mal... hier sprengen. Gucken, was
Ob da der Geheimraum ist? Mal gucken, was das kann. Oh, wie cool! Geil! Das ist irgendwo geil. Ja, das ist cool. Das hat was. So, lieber Dämon, mach doch mal bitte. Danke, ich will die Münze haben. Und dann würde ich gerne weitergucken, wo es weitergeht. So, dann haben wir hier doch bestimmt die Möglichkeit, wenn ich die Bomben, die dann entstehen, ja genau, clever ranschiebe, oder? Das müsste auch so reichen. Cool. Aber eben sind 4 Bomben entstanden, jetzt waren es nur eine. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen, dass das immer unterschiedlich viele sind. Oh, ich sehe ja, wir haben da unten einen Spinnen-Spawner. Ja, ist mir irgendwie entgangen. Alter, beweg dich doch, du fauler Dämon, du Stück. Blödsinn. Eine Pille, was bist du? Amnesia, okay, gut, damit kann man, glaube ich, noch leben in der zweiten Ebene. Ja, man muss natürlich aber aufpassen. Na? So. Dann haben wir einmal dich. Du bist tot. Genau, also Schaden macht so gut. Und, Azazel. Also, es bestätigt, Greed Mode und Dingens wurden ja... Ach, da war noch ein Blaustein, habe ich gar nicht gesehen. Der Greed Endboss und Dingens wurden... genau, Azazel wurde schwächer gemacht. Greed generell stärker, mit mehr Leben. Das war so... krass, wie das de facto ist, nie geplant. Das haben die ein bisschen übertrieben. Und das werden die auch wahrscheinlich demnächst wieder ändern. Nur leider habe ich es ja schon geschafft. Ich habe mich da ja jetzt schon durchgequält. Guck mal, wie krass das Teil ist. Das bringt überhaupt nichts. Kriegen wir denn hier was Schönes? Ja, Krampus. Pass auf, dann nutze ich das mal eben ein und zeige euch das. Dann haben wir nämlich hier 2 Dämonen. Oh, ich sehe auch gerade 2 Fliegen. Cool. Okay, cool. 2 Fliegen. Fliegen sind immer cool. Warte, besonders wenn sie dir Schaden machen, lieber Krampus. Dann sind sie am allercoolsten. Guck mal, ich kämpfe nur mit der Fliege. Geht auch, ne? So, und die Kohlen nehme ich sogar mit. Vielen Dank. Ja, das funktioniert auch wenigstens. Gut, dann würde ich mal sagen, nächste Ebene. Das war eigentlich ganz gut. Nur irgendwie weiß ich nicht, ob ich das so schaffe. Okay, wir sind in gefluteten... genau, gefluteten Höhlen, das kennen wir ja schon. Sollte aber gehen. Yikes. Mann, ich will meine Belohnung. Da will ich mich auch noch mir einen fetten Kampf liefern müssen. So. Eine Trollbombe und das Teil. Mist, das trifft mich noch, genau. Ja, was soll ich denn machen? Weglaufen kann ich ja nicht wirklich. Ich hätte vielleicht einfach zum Ausgang rennen können. Okay, wir halten fest, das hat sich nicht gelohnt. Aber hier bringt uns wenigstens die Kohle ein bisschen was. Dadurch, dass die ja erstmal auf einen zukommen müssen und relativ langsam sind, kann man das ganz gut ausspielen. Weil die Kohle macht den Feinden ja mehr Schaden, umso weiter die weg sind. Und das ist schön. Ach, stirb, du Biest. Danke. Was haben wir hier? Luck up. Das ist doch mal was Positives. Das nehme ich doch gerne. So, guck mal, jetzt kann ich mich hier einfach die ganze Zeit hinstellen und er stirbt. Oder ich stelle mich hier hin. Und jetzt weiß er nicht wohin. Und dann kommt meine Fliege langsam auf ihn zugeschwommen. Tot. Nochmal. Nee, ich dachte, es wäre Amnesia. Retrovision. Es ist alles ganz pixelig. Ich habe... Okay, jetzt geht's wieder. Okay. Ja, das lag nicht an der Aufnahme. Das war das Spiel. Unnötig knapp. Unnötig knapp. Was bist denn du? Lazy Worm. Okay. Ich weiß nicht, was der tut. Ich
Ich schaue mal kurz nach. Und kam irgendwie der Titelbildschirm. Das war seltsam. Schreibt mir auch in die Kommentare, ob ich das darf nachgucken. So, Shot Speed Up, Tier, Height und Range. Ah ne, Shot Speed Down. Dafür fliegen die weiter. Brauche ich nicht. Kann man die nicht mit Z fallen lassen oder so? Ach, ich weiß es auch nicht. Dann bleibt er jetzt halt. Ist doch auch egal. Ja, nicht die. Die sind so doof. Ich mag die nicht. Weil... die sind Bombenfliegen kombiniert mit... Schon wieder das. Kommt das jetzt öfter? Ist ja furchtbar. Bäm. So. Ein Dämon in die Fresse. Okay, das ist ab und zu verpixelt. Ist nicht meine Schuld, ne? Inner Ei. Nehme ich gerne mit. Funktioniert das auch mit meinem Dämon? Ja! Ja, jetzt ist das natürlich klasse mit Shot Speed. Down. Pass mal auf, dann gucke ich mal kurz nach. das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Ja, das ist doch alles schön. So, da. Ach, Mist. Wo ist denn das mit der Steuerung nochmal? Menno. Also irgendwo konnte man die Sachen fallen lassen. Nee, Quatsch. Jetzt habe ich eine Bombe gelegt, ich Idiot. Nein, er war zurücksetzen. Das weiß ich. Ja. Komm, probier. P ist Pausenmenü, okay. L, K, J, A, G, F. Okay, das ist Fenstermodus. Y, X, C, V, B, N, M. Okay. Dann halt nicht. Dann kann ich die Sachen halt nicht fallen lassen. Das ist ja nur mein Problem. Menno, das wüsste ich aber gern. Was bist du denn für ein Eumel? Ich glaube, dich habe ich schon ein paar Mal gesehen. Genau, du beschwörst die Möhrenfliegen. Mais, es ist immer noch Mais. So. Unangenehm. Irgendwie so viele Fliegen hier. Ich weiß auch nicht. Was sollen die denn hier? Es ist doch widerlich. Mensch. Doofe Fliegen. Ich bin für weniger Fliegen. Also, gegnerische Fliegen, ne? Hier so. Meine Beschützerfliege, die mag ich. Die kriegt Asyl. Okay, das ist gut. Kann ich das in einem nervigen Raum, so wie dem hier, gleich benutzen. Und ich hing am Pilz fest. Es tut mir leid. Aber es ist eigentlich... Ja, es ist irgendwie schon geil, das Item, ne? Ich weiß nicht, können die anderen das jetzt auch finden, die anderen Charaktere? Totgefliegt. Yeah! Ist bestimmt das richtige Nomen. Totgefliegt. Haben wir den Geheimraum schon gefunden? Wenn nicht, könnte er ja hier sein. Und vielleicht... Ja, da ist er ja auch. Aber ich hatte... Ich habe mich ehrlich gesagt nicht getraut, da zu gucken. Geld! Toll. Nicht getraut, die hier zu den Pilzen zu schieben. Da können ja auch tolle Dinge drin sein. Und renn nicht gegen die Wand. So, ich bin ja blind. Da ist das zu entschuldigen. Ich habe ja auch keinen blinden Hund. Ich habe nur so einen Kackdämon. Und irgendwie keine Musik mehr. Sterbt. Sterbt. Beweg dich. So. Elendes Viech. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist die Musik gerade weg. Komisch. Komisch. Aber den Boss machen wir noch. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob wir
noch schön stark werden. Und The Dark One. Wer bist du denn? Den habe ich noch nie gespielt, aber den gibt's schon länger. Das weiß ich, oder? Doch, gegen den, klar, gegen den haben wir schon mal gespielt. Nur nicht als Bosskampf, glaube ich. Der macht ja die Ebene dunkel. Genau. Und der korrigiert den Kurs, oder seinen trifft. Ist ja eklig. Okay, was kommt jetzt? Ja. Dunkel, du kannst es dunkel machen, schon verstanden. Ja. Bitte doch nicht in mir drin, danke. Ah, das kann der. Das ist gemein, das hat mir keiner gesagt. Ich fühle mich betrogen. Okay, also nicht unter ihm stehen. Dann macht er böse Dinge. Ja, das ist ja spannend ohne Musik. Action, yeah. Okay, speed up, size down. Gut, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part mit Lilith.